Oh. Das ist eine nette Begrüßung. Oh. Gottes. Und weiter geht's! Was weg? Gegger. Gebratener Hund. Mhm. Noch einer oder? Ja, da kommt noch einer. Das Gegger. So, wollen wir in die andere Richtung? Ja, ja, sehr gerne. Okay. War schon Level 6, wa? Ja, da fehlt es nur noch ein. Und ich dachte, ich könnte mich nicht mehr selbst überraschen. Das ging jetzt automatisch mit Level 6. Brauchst du zum okay. Aufstieg? Du hast einen Bereich entdeckt. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Ja, kann sein. Mir fehlt noch ein bisschen was. Warum bin ich denn schon wieder dahinter? Ja, weil du nur in den Kisten reinguckst. Mach dir mal Gedanken. Mach ja keine Dummheiten. Das ist ein Warte. Oh! Was sind Granaten? Nein? Ups. Wow. Ja, bitte. Ich auch. Bitte ist Granatiker. Nachladen. Was denn? Ja, ja. Schieße ich die Mörte weg. Oh, Badass merkst du schon, ne? Jupp. Ja, nee. Und die Pistolenmunition immer noch so knapp. Ehrlich, da hatte ich noch keine Probleme. Naja, ich hätte doch noch eine Pistole, was anderes habe ich ja nicht. Da hinten schreit doch förmlich nach Kiste, oder? Die schreit irgendwie ein bisschen nach Kiste, aber. Oh! Hier ist nicht viel. Oh. Ah, da hinten sind noch ein paar Leute, wollen wir die auch noch weghusten? Na klar. Wo ist denn der hinten? Ja, da hinten ist er hier, bei dir, ja, genau. Oh, Matsch. Jetzt hier nicht. Wo kommt der denn her? Der Fanatiker hier. Oh, jetzt steht irgendwer hinter mir und ballert mir die ganze Zeit ins Kreuz. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Das ist ein Fanatiker weg. Ja. Alter, was ist denn? Was denn? Wow, irgendwer holzt die mir. Hier sind noch ein paar. Pink. Hier sind auch noch ein paar. Ein Undertaker ist hier. Undertaker? Was will der denn hier, wenn ich noch fangen lasse? Das weiß ich nicht, was er will. Ah, ich habe keine Munition mehr. Jetzt könnte ich da mal Hilfe gebrauchen. Sag's ihm. Rot oder was? Oh. Ja. Die Sache ist ja eklig. Die haben wiederbelebt. Oh, der Undertaker. Oh. Das war zu spät. Das muss beim nächsten Mal schneller gehen. Hyperion ist diesmal nicht der Böse. Netter Kill! Oh. Der Unterhosen-Terror des Unterhosen-Räubers ist vorbei! Komm zurück zu mir für die Nachbesprechung. Von mir wird er keine originalen Red Bars mehr klauen, das steht fest. Dank dir ist Pandora jetzt sicherer Kammerjäger. Oh, gleich eine Mission abgeschlossen. Ja, der Undertaker war
Komm, ich komme hier. Schon mal in Massen? Ja, ich komme auch immer noch ein paar nach, ey. Ding! Guck mal, Hilfe! Die Scheiße, das ist ganz wirklich mit deinem Strahl. Ist kaputt, der Rotz. Falsche Frau ausgesucht. Hör den Loot. hier ist ein Knopf zum Drücken. Moment. Drücken? Was, wo, Knopf, wo, was, wie, Knöpfe? Hm. Ja, das ist ein Briefkasten untergekommen. Achso. Ich dachte, wie bei Borderlands 2, wenn du an so einem Rad drehst, dann haben wir 1 Million Feinde noch kommen. Ja. No. Was wohl dahinter ist? So, das war's hier? Das war's dann auch mal hier. Aber hier, die Hauptmission ist noch nicht fertig. Da müssen wir durchs Tor da vorne. Ja. Oh, ich hab nur noch eine Pistole, ne? Das ist... Ich bin auch mit Pistole unterwegs die ganze Zeit. Ist nicht gut. Ich brauche was Vernünftiges in der Hand. Jo. Stimm mich zu. Ist da noch was? Kofferraum. Ich meine... Nee, ruhig Blut, hier ist kein Kofferraum. Kofferraum. Ein bisschen Geld gab's noch, sehr gut. So. Oder wollen wir? Ja, können wir. Da drüben habt ihr noch ein bisschen was übersehen hier, ne? Holy Broadcast Center. Was, wir haben was übersehen? Wie geht das denn? So, ja, ihr müsst hier wieder alles nachräumen, was ihr nicht eingesammelt habt. Das ist eigentlich schon bei euch sehr verwunderlich, dass das überhaupt so ist. Ja, das stimmt allerdings. So. Klippe des Aufstiegs. Da geht's hin. Da fällt man runter von der Klippe. Weiß nicht. Wollen wir? Jo. So, wie weit müssen wir denn hier auch noch machen? Oh, hier müssen wir auch noch ein ganzes Stück. Das ist ja ein paar Meter. Automaten. Ja. So viel habe ich gar nicht eingesammelt. Oh. So geht's auch besser. Okay, das ist ja mal ein Riesengebiet und ich weiß gar nicht, wo die Mission hier ist. Natürlich, fast ganz am anderen Ende der Map. Na, selbstverständlich. Also, der Kleinen hier. Ich hab einen Sniper Rifle. Na klar. Nee. Wo ist denn der Sniper Rifle her? Ja. Du weißt, wo du mich findest. Das frage ich mich doch schon wieder. Weißt du, wie das ist? Die fällt da einfach so in den Schoß. Na klar, die fällt einem so in den Schoß. Kühlschrank, da guck ich jetzt mal rein. Ich bin aber hier. Die anderen beiden behalte ich mal. Schild gibt's kein vernünftiges, oder? Ja, ich bin mir da noch unsicher, ob ich mir da eins kaufen soll. So richtig tolle sind die jetzt auch nicht. Ganz ein episches sind schon. Aber richtig reinhauen tut's auch nicht. So. Ah, hast du schon wieder wen eingeladen? Auto schießt du? Ich hab mir ein Auto geholt. Steig ich mal lieber zu, wa? Ja, Moment. Ein bisschen umgeguckt hier.
Überall Kisten und ihr macht den hier auf. Verdächtig. Ach, wir machen doch große Kisten auf. Das ist nur ein Zweisitzer, sorry. Da vorne. Ah, hier. So, wie war das? So. Oh. Wollen wir durchfahren oder wie? Weiß nicht, was wir machen, oder wollen wir alles angucken unterwegs? Lass durchfahren. Vielleicht kommen wir, oder? Ja. Wir kommen bestimmt nochmal wieder. Wir können da überall hin, jederzeit. Nö. Eigentlich war es immer so, wenn du alle Nebenmissionen gemacht hast, dann warst du auch fast in eigenen, sagen so 80-90%. Du nimmst dich einer historischen Holy Broadcast Center. Ich suche alle Informationen, die von ihm stammen. Da geht's nicht durch. Ja. Du musst es doch mal ausprobieren. Ob man vielleicht doch durchkommt. Hallo? Klopf mal vorsichtig an. Der Opferpfad. Jungs. Mal zuerst. Genau, geht mal zuerst auf den Opferpfad. Bei der Heiligen Rundfunkstation. Unser täglicher Livestream startet in Kürze mit einem besonderen Gast. Bringt jetzt eure Opfer da, damit ihr euren exklusiven Chat für Iridium-Mitglieder genießen und hinter die Kulissen. Was ist das denn wohl? Er sagt doch gar nichts mehr. Jetzt kommt der Augenblick, auf den wir. Es steht ein Sofa auf dem Dach. Kannst du drauf springen? Nee, geht nicht. Ja, so eine Aufbau muss doch jeder Sofa springen, ne? In so einem einen. Mhm. Was so. Geht ab, Banditenweisen? Hier ist die Gottkönigin Tarina. Setz mal den Boden auf. Aus der HRS. Wir und was heißt? Ihr flippt aus und wir alle bereiten uns vor, in die große Kammer zu kommen. Wir haben heute ein paar neue Mitglieder und ratet mal was? Sie haben uns die heilige Kammerkarte gebracht. Wenn sie dafür keinen besonderen Platz in der Familie verdient haben, weiß ich auch nicht. Aber nun muss ich kurz noch etwas Ernstes ansprechen. Ihr alle habt mich akzeptiert, auch wenn ich nicht als Banditin geboren wurde. Meine ersten Worte waren nicht Blutfede oder Brustkorbknacker. Trotzdem sind wir alle eine Familie und Familien halten zusammen. Brustkorbknacker. Die Party beginnt nach ein paar Worten an meine Anhänger. Oh, sie auch lebt. Weiß nicht, ich wüsste nicht, warum nicht. Was sagen, ich hoffe doch. Sie? Den hab ich hier nirgends. Ja, komm, 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 komm bestimmt noch, wir sind ja erst am Anfang. Haben wir noch Zuckermarken hier, oder? Das ist ja kein richtiges Borderlands, wenn ihr keine einarmigen Banditen bekommt. So sieht's aus. Nicht, dass wir wieder 12 Stunden am Stück davor sitzen. Hauptsache 3, dass wir synchron. Ach. Ja, stimmt, 2 sind immer ein bisschen blöd, ne? Dann brauchen wir mal diesmal einen dritten. Boah, da sind schon ein paar. Ah, ich wollte gerade sagen, gar nichts los hier. Mit dem Schild finde ich cool, kann man drin bleiben. Nein, nicht auf mich! Auf ihn! Wenn ich nicht allein. Er springt genau bei uns in die Mitte, oder was? Ja. Immer eine gute Idee. Hat er Zug von ihm. Hey, es gibt Regeln! Eine Lehre sein! Ein Hoch auf den Anhänger, der will die Skag zu retten. Shotgun Tink ist ja schon wieder ganz schön tinkig. Oh, oh, da bin ich genau reingelaufen. Warte.
So langsam muss ich mal was Anständiges an der Waffe finden hier. Na komm, mal schauen. Ja. Anständige Dinger, oder? Mit dem Feuer vergeht halt ein bisschen, ne? Aber richtig reißen? Oh, oh. Das war ziemlich schlau. Bin gleich wieder einsatzbereit. Ich nicht. Nein. Ich bin voll, ich kann es nicht aufsammeln. War auch noch wie ein Sniper-Gewehr. Ja. Oh, was, wo? Achso, ist schon weg, ne? Nee. Entschuldigung, was für eine Frage eigentlich? Wieder vergessen zu verkaufen, Mann. Irgendwas zieht ja auch noch mit. Laserziel. Ja, ja, so eine Zinkware. Oh, guck mal. Ich weiß gar nicht. Oh, ich hab Oma mein Holo platziert. Schießen sie alle wenigstens auch jetzt. Erster Tink war weg. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Das kam gerade zur rechten Zeit. Schütz auch geworden. Bin drum rumkreisen mit Geschützgerät. Ja. Jetzt muss ich mit Schroflinde rumlaufen. Ah, natürlich kann schon. Oder nicht? So, Mann und Meter. Ja, schon mal eine ganz schöne Schlacht hier. Ja, ich muss mal unbedingt Zeug loswerden. Zur Not muss ich mal irgendwas wegschmeißen. So eine billige Schrotflinte, die mir schon aufgelegt war, die Munition alle war. Ja, ich kann ja nichts mehr nehmen. Noch einer Platz und das mitnehmen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Doch, ich hab noch jede Menge Platz. Gerade ist verkauft am Automaten. Als wir angekommen sind. Wo ist da noch was? Ja, ich. Natürlich nicht. War mir schon klar. Einlassen? Achso. Warte mal, nicht schlecht. Oh. Okay, teste ich mal die aus. Sieht's aus mit Schildern. Oh, was für mich. Oh. Mal ganz kurz ein bisschen ausrüsten hier.
So. Habe ich denn aufgesammelt, dass mein Schild besser? So, ein bisschen mehr Platz im Inventar wäre jetzt auch nicht ganz verkehrt. Habe ich denn irgendeine anständige Waffe gekriegt? Oh, Level 7. Wie könnte ich... Na, Schaden 12 ist jetzt aber auch scheiße. Ich habe Schaden 10, habe zwar eine Soul Rifle, aber... Gut, mit einer Pistole jetzt hier. Oh, das sieht ganz gut aus. Geld haben wir ja schon, ne? 1000 oder so? Naja, 4.500. Mal gucken. Kann ich nur nicht nehmen. Scheiße. So. Ein extra Dank an Hartmann, weil der seinen eigenen Daumen geschickt hat. Ihr fasst nicht an, dass es ein Daumen ist. Oh, jetzt bin ich fast hier runtergefallen. So, ich komme. Alles klar. Oh, ich kann zwei Skillpunkte vergeben, sehe ich gerade. Ja, ich kann auch noch einen ausgeben. Warte mal. Das können wir vielleicht erstmal noch machen. So, das wirkt verursachen mehr Schaden. Ah, komm, ich baller mich mal auf meinen mittleren Skillbaum durch. Mal gucken. Müssen wir erstmal alles ausprobieren. Das stimmt, aber wenn nicht, können wir es neu vergeben. Ja. Muss auch mal gucken, was am sinnvollsten eigentlich wäre und welchen ich mache. Ja. Muss ich mal durchlesen demnächst. Gut, wollen wir rein in die Station? Mhm. Und das ist mein Lohn. Also gut, heißen wir die Sonnenstrahlen unserer Familie willkommen. Wir posten das Video später und ein geschützt? Paar neue Ausgaben des... Der Roboter, wenn ich den mache, ist dann geschützt, das muss ich auch noch reinsetzen. Und immer dran denken, liken, folgen, gehorchen. Ein weiterer perfekter Livestream unserer unfehlbaren Gottkönigin Tyreen. Die heilige Rundfunkstation steht nun wieder offen für eure Beichten und Hautspenden. Na Meter, der Schaden ist echt mal beschissen. Jo. Und den Waffen? Auch weil du verwöhnt bist. Ja, das kann sein. 6x7 Schrote. Hm. Lässt du das mal? Oh, hier sind ja Automaten. Toll. Gerade mein ganzes Zeug dahin geworfen. Ja. Danke. Ja, sehr gerne. Ich werde es gut anlegen für dich. Ja. Da bin ich mir sicher. Scheiße, hier können wir weg. Wir sind hier fertig. Wenn ihr soweit seid, sagt Bescheid. Ja. Jetzt guck ich nochmal schnell. Jetzt gerade mal. Ich bin gar nicht fett mit den ganzen Waffen. Nee, jetzt gerade am Anfang musste man ein bisschen mehr schon gucken. Warum, wenn du nicht was richtig Gutes findest, Ja. Ein bisschen Schrott gibt's eh immer, Angro. Red Shield, Ready Shield. Oh, das hat Resistenzen hier. Schon mal. Bis 80% Nahkampfschaden. Wenn das Schild aufgebraucht ist. So, ich wäre erstmal durch. Das Gröbste. Ich glaube, die Schildgeschichte werde ich wohl durchziehen. Ja? Das hilft euch und mir. Okay. Ja, doch. Registriert Kasse. Hast du mal gleich wieder die Griffe drin gehabt, ey. Mann. Herrlich. Oh. Ups. Was hast du denn gemacht? Ich sehe was Grünes, das nehme ich erstmal.
Das ist Reflex. Ja, ja, da kannst du gar nichts machen manchmal. Nee, nee, da ist einfach nur, wird gespammt die Taste, Hauptsache weg. So. Jetzt wird hier schon eine Waffe liegen lassen. Psycho bei mir, der ist auf einmal verschwunden. Lass mal die SMG gewöhnen hier. Upsala. Oh Gott, ist die ungenau. Gerade einer hat er in den Arsch getreten. Ja, das ist mal ein Arschtritt. Ich hätte mehr trainieren sollen. Oh. Schmecke gut mit Paprika? Oder Blut. Ach so. Weiß nicht genau. War einer hier oben? Rechts? Ja, sieht so aus. Selbstverständlich. So. Fernsehzimmer hier. War auch ganz nett. Und ist da schön rausgeploppt. Ja, Schaden 10 sind natürlich viel jetzt nicht für ein SMG, aber immerhin die Schussgeschwindigkeit. Mhm. Besser als die Pistole. Schnell, bevor sie den Mac ruft! Hm? SMG auf Entfernung, das muss man sich einfach an. Ja, wenn man eine Waffe überhitzt, nimmt er eine Flasche Wasser und kühlt damit die Waffe runter. Ehrlich? Ja. Oh. Das war doch ein Assault Rifle, was ich gerade aufgesammelt habe. Oben sind noch welche. Thomas!
Also mal kicken. Nehme ich mal. So, mitnehmen, was geht hier. Das Gefühl, wir werden die Kohle noch brauchen. Oh ja, das Gefühl habe ich auch. Ist aber schon wieder Zeit für ein kleines Päuschen, muss ich sagen. Nee. Doch, jetzt doch, schon wieder? Ja, man kann sich kaum vorstellen, die Zeit vergeht wie im Flug bei der ganzen Ballerei. Na dann. Oh. Oh? Warte mal, das O guck ich mir mal noch an. Okay. Oh. Wo bist du denn hin, zum Teufel? Ja, das freut mich auch. Auf einmal war ich hier. Und ich hab's nicht bereut. Nein, wie bist du da reingekommen? Hier sind noch drei Spinte. Hier um die Ecke ist so eine Treppe hier hoch. Was ist mit euch? Da hinten war eine Waffe aber nur drin. Ne? Natürlich. Ich glaube, Scharfschütze sind wir. Ich hab gerade zwei aufgesammelt, also. Ist die Frage nur, ob das gut war, das Scharfschützengewehr. Das ist mir egal, es ist ein Scharfschützengewehr, ich bin glücklich. Was hast du denn? Also, ich hätte hier noch, bevor wir jetzt Schluss machen, eins mit 39 Schaden, eins mit 33 Schaden. Oh, sehr gut, meins hat 48. Nein, 30. Aber das passt. Dann wieder was dazu, Lo. Das passt schon. Gut, aber jetzt dann erstmal ein kleines Päuschen. Jo. Feierabend. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.